Ist ja mega alt gewesen. Wir müssen langsam mal die ganzen... die sind, glaube ich, noch von der zweiten Staffel. Ersten Staffel, glaube ich. Die Zeit läuft dann weiter? Jetzt bin ich verwirrt. Wieder das so, ich einfach, Bildschirm wird schwarz. Was ist denn jetzt los? Hä? Regen lässt auf sich warten. Ist ein gutes Zeichen eigentlich, ne? So, 16 Runden Sprit haben wir. Die Reifen halten 23. Das heißt, ja, wir fahren normal, ne? Halt. Die Reifen ein bisschen aggressiver. Die ersten paar Runden auch ein bisschen aggressiver. Und dann müssen wir gucken, wann der Regen anfängt. Masilea schaut uns sogar von der Pole. Oh nö. Nur 40 Runden. Das Rennen ist nicht so lange. Von Platz 14 und 50 hatten wir. Das ist sehr weit hinten für beide Fahrzeuge. So weit hinten haben beide Fahrzeuge noch nicht gestartet. Von Platz 18 sind wir gestartet, ja. Aber mehr war da auch nicht. 13 Punkte beim momentan holen. Wir hätten die Führung wieder zurückerobert. Yay. Und der Preis ist freigegeben. Kiez sieht erstmal den Teamkollegen vorbei. Jawohl. Vorbei an Liu. Aber dann wieder überholt werden. Drei Autos nebeneinander ist schwierig zu überholen dann, ne? Yo, Power, Power. Da sind wir ja mit dem Power mal unter der Haube. Wir können uns da einigermaßen mal richtig. Mit wie vielen Leuten passen wir durch eine Kurve? Vier Leuten fahren die da durch! Oh mein Gott, ey, wie geil sah das denn aus? Okay, dass Masilea da vorne wegdüst, das war sowas von klar. Da müssen die Reifen etwas abkühlen. Ist auf der Strecke eher der Fall. Aber wir haben schon gut davor gekämpft auf Platz 6 und 7. Auch wenn Night Eagle und Engelhardt ja noch mehr vorangekommen sind. Ey, AE. Wir haben hier kein Schild stehen, fahr einfach vorbei an uns, ne? Ey! Wir haben nur die Reifen untergestellt, nicht den Motor. Santana, was machst du denn da eigentlich? Also Santana ist für die ersten paar Saisons ja gar keine schlechte Fahrerin. Die kann man auf jeden Fall, ist auf jeden Fall brauchbar, was das angeht. So, wenn wir mit der, okay, wir sind halt, haben ja nicht den stärksten Motor, wir haben nur den sechstärksten Motor. Ich glaube, so viel Vorsprung dürfen wir auch eigentlich gar nicht haben, die Oktane. Regen kommt, da kommt Regen. Ich sehe Regen. In guten 10 Runden. Die Reifen werden halt viel zu schnell warm, ne? Das ist auch sehr ungünstig, dass die jetzt so unterschiedlich fahren, die beiden Fahrzeuge bei uns. Ja, jetzt fahren wir auch zurück. Ist okay. Wir müssen ja halt die Reifen etwas abkühlen. Aber wenn die Reifen es vermutlich durchhalten würden. Neunter und Elfter. Was war eigentlich Locatelli da vorne? Almeida? Ach, dass Almeida eigentlich relativ weit hinten startet. Ist immer noch relativ weit hinten dann, ne? Ja, relativ weit vorne startet. Mit diesem Auto. Kiel vorbei an Karl. 6 Runden. Ja, wir fahren auf jeden Fall in den Regen rein. Das passt auf jeden Fall. Wir sollten halt nur im richtigen Moment halt die Reifen wechseln. Nicht zu lange warten. Ja, Kiel saugt sich da ran. Das ist das Motor-Update. Naja, nee, Motor-Update nicht. Aufhängungsupdate. Obwohl das eigentlich gar nicht mit der Geschwindigkeit der Geraden zu tun haben sollte.
Jetzt Windschatten. Trotz Windschatten fährt er uns weg. Wie kann das sein? Ja, wir müssen schauen. Der Regen sollte bald anfangen. Ich glaube, so viel Sprit können wir halt nicht mehr sparen. Obwohl, eigentlich sollte es sofort gehen. Doch gehen. Es fängt an zu liegen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, wir müssen halt, wenn es geht, irgendwie noch drei Runden Sprit sparen. Eine Runde Sprit sparen, damit es halt besser passt. Also ein paar Leute werden auf jeden Fall zu früh reinkommen für den Wechsel auf Inters. Ah, die Gischt ist da. So, am Ende der nächsten Runde müssten wir reinkommen. Ja, ich wollte dich auch Ende der Runde reinholen. Wir tanken nicht auch voll, reparieren müssen wir nichts. Kann sein, dass wir zu spät reinkommen. Ich glaube, wir kommen jetzt eine Runde zu spät sogar schon rein. Iii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 
Ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Wechseln? Ende der Runde schon? Und fast sagen ja. Ich hol Dings rein. Die Bremsen sollten. Bremsen sollten eingeschalten, 51%. Kann gut möglich sein, dass wir gerade Stock ein bisschen zu wenig Sprit geben. Wir haben genug Sprit gegeben. So, wir fahren wieder raus. Haben jetzt erstmal Motorfreigabe. Und Stock jetzt hinter Dings. Holen wir auf. Das wäre wichtig. Die kommen jetzt in die Box. Könnte aber schon zu spät für die sein. Das Aufholen tun wir auf jeden Fall sehr gut. Wir ziehen vorbei. Jawohl, auf Platz 4 nach vorne. Mega gut. Und Stock auf Platz 7. Und ob der sich da halten kann, ist, glaube ich, eher schwieriger zu sagen. Noch 11 Runden. Aber Stock hat sich auf jeden Fall verbessert. Das ist das Wichtige daran. Wir holen nur 3 Punkte auf Oktane auf. Jetzt holen wir noch weniger Punkte auf Oktane auf. Wie sieht es denn allgemein aus? Masilela. Ohne Reparatur. Auch nicht, auch nicht. Die ersten 4 ohne. Die ersten 5 ohne. Okay, jetzt langsam ist es soweit, dass wir nicht reparieren müssen mehr. Da vorne geht es ums Podium, aber da ist halt der Abstand noch ein Tick zu kurz. Ich keine Ahnung, was Ben Nennen da vorne macht. Die Reifen schmelzen. Oh nein, wir schmelzen. Dann die anderen ja, normalerweise. Oh, das ist mal interessant. Kriegt 2 Fahrzeuge genau in unserer Nähe. Mit diesem einen Problem. Ah, war Kies aber auch sehr nah dran. Oh, wir nennen mit dem Zeichen. Das ist wieder ein sehr gutes Zeichen. Jetzt sind wir punktgleich mit denen. Wir müssen einfach die Reparatur einfach runterkriegen. Anders kriegen wir es jetzt nicht hin. So, wieder auf neutral. So, jetzt kommt gleich gegen Ben Nennen. Das Duell. Die letzten paar Runden. Für Stock wird es schwierig. Für Kies ist möglich. Noch 4 Runden, also spritmäßig sind wir sehr knapp mittlerweile. Dafür drehen wir jetzt die Reifen auf. Oh, die Bremsen gehen noch. Go Key, go Key. Ja, saug dich ran, bremst dich ran, fahr vorbei aufs Podium. Jawohl, komm schon. Sehr schön. Was macht denn jetzt Stock? Stock nah dran an Karl. Wäre wichtig, wenn er noch vorbeikommt. Ah, komm schon. Das wäre sehr wichtig. Komm schon. Er ist vorbei.
Das ist doch jetzt die letzte Runde. Mehr wird nicht rausspringen wahrscheinlich. Also Key konnte sich da einen guten Vorsprung rauskämpfen. Und holt das nächste Podium für uns. Sehr schön. Stock. Diesmal nicht so stark, aber mit Platz 9. Zufrieden. Es war ein Fehler. Ich kam zu spät in die Box. Mit ihm eine Runde früher. Bei beiden wäre vielleicht ein Tick mehr drin gewesen. Zumindest mit dem Stock. Almasi Lea. Lela, Mann. Warum immer Lea? Er ist nicht leer, er ist voll. Oh nee, ich weiß schon, nächstes Rennen wird Tondela. Obwohl, die letzten paar Rennen waren ja ganz in Ordnung in Tondela. Das muss man ja definitiv zugeben. Ja, dieses paar Rünchen vorher, die waren gar nicht mal schlecht. Die waren alle zu spät. Dadurch konnten wir halt die Chance bekommen, noch gute Punkte mitzunehmen. Also, wir waren mit beiden Fahrzeugen auf jeden Fall vor Octane. Also mit einem. Und wir sind Zweiter sogar. Firebird mogelt. Die kommen wirklich diese Saison gar nicht auf den grünen Zweig, ne? Wir könnten die überholt haben. Könnten wir wieder Erster sein? Also Key auf Platz 2. Und Stock auf Platz 7. Konnte sich da halten. Nein! Ein Punkt dahinter. Silver auf Platz 3. Zappelli nur auf Platz 4. Und Firebird auf Platz 6 nur. Mega schlecht eigentlich. Aber das muss man sagen, ist eine richtig knappe Saison. Die ersten 6 innerhalb noch von 23 Punkten. Alles noch im Machbaren. Für alle. Ein Punkt. Oh. Okay, ich habe nichts dagegen. Die zweite Box ist auch nicht so verkehrt. Und was ich auch nicht so verkehrt finde, ist das Wetter, was in Tondela wieder sein wird. Das ist das einzigste gute Wetter, was ich in Tondela sehen möchte. Mischwetter. Zumindest im Spiel. Ich glaube, Tondela könnte ein richtig schöner Urlaubsort sein. Ich weiß es halt nicht. Ich war noch nie in Portugal. Drittstärkstes Team. Immerhin, das konnten wir noch raten. 600.000 minus. Oh, es schwindet das Geld, es schwindet. Ich bin froh, wenn dann Tondela vorbei ist. Weil dann ist sind zwei Sponsoren weg. Steinmann führt vor Panther. Rosini nur Dritter. Die ist auch sehr, sehr knapp. Also wenn McNeil weg ist und WLAN aufsteigt, haben wir wieder die komplette Reihenfolge wie im ersten Saison. Das ist schon krass. Das hätte ich auch nicht mal erwartet, dass es so ist. Bei uns definitiv nicht. Dafür musste Lucatelli und Zappelli aufsteigen gleichzeitig und das geht nicht. Und Garuda und Eastwood müssten absteigen. Aber wenn Zappelli aufsteigen würde und Eastwood absteigt, dann haben wir nur zwei Teamwechsel. Nach 5 Saisons. Das wäre sehr, sehr traurig, so gesehen. Aber naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Tondela dabei seid beim vielleicht nächsten Regen Chaos-Rennen, weil Mailand war jetzt nicht so ein Chaos. Aber wir werden es sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.